Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zu Let's Play Where Am I? Werde ich wahrscheinlich nach Slender veröffentlichen, also habt ihr das Slender Let's Play schon gesehen. Und das hier ist ein Gruselspielchen, auch vom Macher des Slender The Eight Pages, namentlich, ich glaube, wie heißt er, Mark J. Hadley, glaube ich. Ja, und das hat er innerhalb von 48 Stunden programmiert. Auch schön. Wie viel er davon geschlafen hat, weiß ich nicht. Aber das war auch so, hat er für so einen Wettbewerb programmiert. Und deswegen ist es sehr minimalistisch und sehr unheimlich. Wie ihr hört, ich bin ja auch wieder dabei. Genau, Sailor Cat ist auch wieder dabei, damit ich hier nicht völlig den Verstand verliere. Also nicht, dass da noch viel zu verlieren wäre, aber das bisschen, das ich noch habe, will ich echt behalten. Oh. Also, ja. Aufgabe ist es in diesem Spiel eigentlich, hat dieses Spiel keine Aufgabe. Wir müssen einfach nur uns bewegen. Wir müssen, also genau genommen ist unsere Aufgabe, aus diesem Gebäude hier rauszukommen. Es ist nicht ganz so witzig, weil ich weiß schon, was passieren wird, aber es ist trotzdem irgendwie unheimlich. Und man hört Schritte. Unsere Schritte. Also ich habe schon mal Let's Play davon gesehen. Ich weiß noch so ungefähr, was passiert, aber so ganz weiß ich es auch nicht mehr. Ja, unsere Schritte klingen wie das Ticken einer Uhr und wir versuchen uns hier einfach mal einen Weg rauszubahnen. Wir wissen ja nicht, wo wir sind. Huch! Oh, shit. Ah! Der Durchgang. Ah! Und der auch ist weg. Kein Spiel für Klaustrophobiker. Nö. Oh, da fängt Musik an zu spielen. Schon da? Ich dachte, wir waren da noch gar nicht. Nee, aber ich dachte, ich hätte auf die Wand geguckt und er war erst nicht da. Ich habe keine Orientierung, du. Also wir sehen hier verschwinden und öffnen sich immer gerne mal neue Durchgänge. Genau. Es gibt auch noch andere Dinge, die hier passieren können. Das Dumme ist, es ist nicht sicher, dass sie passieren. Ich hoffe aber, dass sie passieren. Weil das macht das Spiel um einiges interessanter. Alter, diese komischen Durchgänge links, die sind am Anfang immer nie da und dann plötzlich sind sie aber da. Ja gut, das liegt unter anderem daran, dass wir natürlich nicht sofort ganz in den Raum reingucken können. Ja, okay, das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass die einfach erscheinen. Hm, was denn? Ja, die Soundkulisse ist ein wesentlicher Bestandteil der Ach so. Gruselatmosphäre. Ja, ich höre es natürlich gerade nicht. Ich Nein. sehe es nur. Es klingt auch irgendwie, als wäre so was Knurrendes hinter mir her, aber nicht direkt hinter mir, sondern ein bisschen weiter weg. Und ich sehe, das Ding wird irgendwie so flimmerig, das Bild. Ja, Slenderman ist in der Nähe. Es ist übrigens besonders lustig, wenn man dieses Spiel spielt, nachdem man Slender gespielt hat und schon so darauf programmiert ist, sich nicht hektisch umzudrehen und Angst hat, sich umzudrehen. Weil man immer Angst hat, hinter der nächsten Ecke lauert irgendwas. Ich bin manchmal ein bisschen ruhig, damit ihr die Musik hören könnt. Alter, jetzt sieht man echt schlecht gerade. Gänge werden tendenziell kürzer. Ich habe das Gefühl, die werden tendenziell enger. Oh, ja, das auch. Aber hier ist wieder ein sehr langer Gang. Ich habe das Gefühl, die werden echt voll eng. Ja, bestimmt, kürzer werden die auch, hast recht. Ja, dieser Gang ist aber jetzt ungewöhnlich lang. Ja. Und der kaputte Bildschirm trägt jetzt auch nicht direkt dazu bei, dass ich mehr sehen kann. Nee. Weil mein Bildschirm ist schon sehr alt und deswegen sehr lichtschwach. Ich muss immer auf den Kontrollbildschirm rüber gucken, um was zu sehen. Okay. Das ist ein langer Gang. Aber in diesen langen Gängen, ich erwarte immer, dass da was Bestimmtes passiert, aber das passiert nicht.
glaube, wir sind jetzt auch schon so weit im Spiel. Oh Gott, da ist noch ein Raum. Nein, 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 nein. Oh. Hey, was denn? Was denn? Ich dachte jetzt, wir wären in einem Raum eingesperrt. Aber. Jetzt kann ich gar nichts mehr erkennen. Nee, ich auch nicht, nur die eine Lampe. Ist hier noch was? Ah! Oh shit. Ja. Das war's. Gut, ich wusste, dass das passiert. Und es ist trotzdem immer wieder gut. Also, ja, ich denke mal, das ist auch wie bei Slenderman einfach viel creepiger, wenn man das selber spielt, als wenn man nur zuschaut. Ja, denke ich schon, aber also, es ist, allein also die Soundkulisse macht schon einiges aus. Und vor allem, ob man das gerade im schön erleuchteten Büro zur Mittagsstunde schaut oder ob... Um 23:45 in der Nacht... Für die außerhalb von Bayern, das heißt 23:45. Stimmt. Ja. Das Video ist jetzt erst 6 Minuten lang, deswegen zeige ich noch, dass wir das Spiel auch ein bisschen verarschen können. Ach ja, könntest du dich irgendwie mal öfter wieder zurückdrehen? Also wenn du durch einen Gang durchgegangen bist, dass du dann dich nochmal umdrehst, um zu sehen, ob der Gang noch da ist? Könnte ich, aber das werde ich jetzt nicht tun, aus einem bestimmten Grunde. Okay. So, wir starten wieder das Spiel. Mhm. Und gehen einfach nur rückwärts. Denn das Spiel wird natürlich, es wird immer unheimlicher, aber das Spiel zählt überhaupt nicht, wie weit wir vorangekommen sind, sondern nur, wie viele Schritte wir gemacht haben. Ach so. Beziehungsweise, ich suche mir mal gerade einen Gang, der... Ah. Da geht schon los. Ich suche mir mal gerade irgendwo einen relativ langen Gang. Ich möchte nämlich ein Ereignis triggern, das ich vorhin die ganze Zeit gehofft habe zu sehen, das aber dann nie passiert ist. Ich hätte gerne mindestens so einen Gang, wo ich in zwei weitere Räume schauen kann. Hier. So, hier bleibe ich jetzt... Oh, hinter mir ist ein Durchgang erschienen. Perfekt. So, hier werde ich jetzt einfach stehen bleiben und rückwärts laufen. Okay. Und... Es wird einfach von selbst weiterlaufen und da ich die ganze Zeit auf diesen Gang gucke, wird das fragliche Ereignis dann irgendwann eintreten. Alter, das sieht so komisch aus mit diesen vertikalen Linien. Nee, horizontalen. Du meinst, weil die so verschlungen sind? Also so ungerade? Und vor allem auch dann bei diesen hinteren Gängen, dass die dann so komisch verschwimmen fast schon. Ja, das ist auch genau so gedacht. Ja. Und dadurch, dass ja das Bild immer undeutlicher wird durch das Flackern, denkst du irgendwann wirklich, die Linien verschwimmen so ein bisschen. So, ich schau mal auf das Kontrollbild, das ist ein bisschen klarer zu erkennen. Und da müsste jetzt irgendwann in den Gängen was passieren. Es sei denn, wir haben ganz viel Pech. Ist nämlich ein Ereignis, das öfter mal passieren kann und das einen beim ersten Mal spielen so ein bisschen irre machen kann. Ist nichts wirklich Dramatisches, aber ich find's cool. Es flackert schon. Ja, ja, es wird immer flackeriger, weil wie gesagt, das Spiel zählt ja nur, wie viele Schritte wir machen und auch wenn wir uns gar nicht bewegen, zählt das Spiel halt trotzdem die Schritte. Weil wir, ne? Hat eine Lampe geflackert. Eine Lampe hat geflackert? Die ist, glaube ich, kurz ausgegangen und wieder angegangen, wenn mich nicht alles täuscht da hinten. Ja, ich bin auch etwas enttäuscht gerade, dass wir nicht sehr oft das sehen, was ich dachte, dass wir sehen würden. Okay, ich kann es auch sagen, eigentlich müssten in den Gängen vor einem immer mal so... Da! Was? Hast du es nicht gesehen? Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Verdammt. Naja, ich denke, die Zuschauer haben es gesehen. Und sonst, ja, wenn nicht, ihr könnt zurückspulen. Aber für dich, da war halt... Vielleicht passiert es auch gleich nochmal. Da läuft so eine schwarze Gestalt entlang. Ach so, okay.
Und die schwarze Gestalt läuft immer von rechts nach links oder von links nach rechts. Was insbesondere deswegen unheimlich ist, weil der Raum, in dem sie von links nach rechts gelaufen hat, eventuell gar keine Gänge links und rechts hat. Ja, gut. Das heißt quasi, sie steht in dem Raum drin, gesehen? Oder? Genau, das heißt, sie müsste in dem Raum drinstehen. Tut sie aber nicht, weil es halt nur eine Erscheinung ist. Krass. Hast du sie gerade beim zweiten Mal gesehen? Nein, immer wenn sie vorbeilauft, gucke ich gerade nicht hin. Na, dann musst du es dir nachher im Video anschauen. Ja, macht ja nix. So, ich frage mich, ob wir schon weit genug sind, ob wir das Spiel an dieser Stelle beenden können. Also unseren Maskenfuzzi auftauchen lassen können. Der taucht nämlich immer auf, wenn man am Rand eines Raums ist. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man am Rand eines Raums ist. Und dann wieder Richtung Mitte guckt. So, jetzt kommt der schlimme Teil, wo wir so lange weitergehen müssen, bis wir keine Räume mehr kriegen. Okay, das ging relativ schnell. Wir gehen in die Ecke. Und wir drehen uns um. Upp, da war nix. Wir gehen in die andere Ecke. Wir drehen uns um. Hallo! Ja, man kann es ein bisschen verarschen. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Also, dass der Maskenfuzzi kommt quasi immer, wenn du nur noch in einem Raum drin bist. Genau. Und dann, wenn du am Rand bist und wieder Richtung Mitte guckst, dann steht er da halt. Okay. Ist nicht mehr ganz so unheimlich, wenn man es so ein bisschen auseinander nimmt. Ja, und das ist halt ein Spiel, das kann man halt nicht öfter spielen. Also man kann schon, aber es passiert immer das Gleiche. Ja, aber okay. Ich finde, es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man Horror mit einfachsten Mitteln erzeugen kann. Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie cool. So, das soll es dann auch schon gewesen sein mit Where am I? Ich weiß jetzt, wo ich bin und ich will... ich weiß jetzt, wo ich bin und ich will da nie wieder hin. Also ich weiß bis heute nicht, wo das sein soll. Auf jeden Fall will ich da nicht hin. Ja, da bin ich mir auch sicher. So, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Danke fürs Anschauen. Und ciao, wir sehen uns bei... Was auch immer, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.